Hallo zusammen und willkommen beim Let's Play zu Station Years. Und heute wird's eigentlich so eine Art Tutorial-Folge. Wegen der Schleusentür. Gut. Ich erkläre euch mal den Sinn der Schleuse, oder? Man geht rein, drückt dann einen Knopf, dann soll sich die Tür schließen, die Luft dann in die Richtung abpumpen, wo vorhin offen war, und danach hier öffnen. Mit der Option, zuerst noch Luft hereinzupumpen. So. Und umgekehrt natürlich auch, kommt man dann hier rein, ist hier offen, drückt man den Knopf, dann wird die hier geschlossen, die Tür. Dann wird die Luft in diese Richtung abgesaugt. Und wenn die Luft mal draußen ist, dann öffnet sich die Tür. Geschweige denn, wir wollen zuerst noch ein bisschen Luft reinpumpen und dann öffnet sich die Tür. Und dazu brauchen wir Folgendes. Damit der Cycle funktioniert, braucht es eine Luftschleusenplatine. Es gibt zwei Stück. Die, wo nur Luftschleuse heißt, sozusagen die einfache, die hat nur die Fähigkeit, die Schleuse auf die bedruckte Seite zu leiten. Auf der anderen Seite, also gegen außen, wo keine Atmosphäre ist, da passiert nichts. Mit der Konsequenz, dass jedes Mal ein bisschen dreckige Marsatmosphäre reingesogen wird. Oder? Und wenn man eben den Cycle will, dass es auf beiden Seiten pumpen kann, dann braucht es die erweiterte. Dann braucht es dazu eine Konsole und eine Datendisk. Die Disk ist sozusagen eine Boot-Diskette. Die braucht man, um die Konsole zu programmieren. Danach braucht man sie nicht mehr. Und man braucht noch eine Glasscheibe für die Konsole, dass man die vervollständigen kann. Und damit die Konsole richtig funktioniert, braucht es zwei Türen, die sind installiert. Ein Raum herum, dass der geschlossen werden kann. Dann braucht es einen Sensor, der dann uns erkennt, was für Druckverhältnisse hier drin herrschen. Dann braucht es ein Aktivvent, das ist der hier, der die Luft aktiv nach außen bläst. Ein Rohr als Zwischenstück und auf der Außenseite dann eine Entlüftungseinheit, so eine Passiventlüftung. Da bläst es dann einfach raus. Gut. Dann noch eine Menge Kabel und zur Sicherheit ist da die ganze Schleuse über einen Energieregler getrennt vom restlichen Netz mit einer eigenen Batterie drin. Damit da bei Stromausfall, damit die Tür trotzdem funktioniert. So, gut. Jetzt zum Aufbauen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was eigentlich immer gut funktioniert. Es ist so mit den Kabeln. Wenn man sie dreht und wendet, hier kommt man nicht durch. Auch am Rand nicht, nur oben. Aber oben brauchen wir den Platz für die Rohre. Also, und besser ist eh immer Kabel unten am Boden. Gut. Dann kommt man entweder kann man hier rein, hier, hier oder hier, hier, hier. Aber wenn man hier reingeht, hat man Probleme. Also ich würde einfach in der Mitte rein und hier. So, ich habe es mal vorbereitet. Hier kommt das starke Kabel rein, was von den Generatoren kommt, beziehungsweise von den Akkus. Und hier sollte ich mal zumachen. Hatte ich während dem Sturm offen? Weiß nicht. Muss auch prüfen. Gut, jetzt als erstes kommt so ein Energieregler ran. Den kann man so hinsetzen. Da gibt es verschiedene Formen, zwei Stück. Also eins, zwei, links, rechts. Das spielt eigentlich in erster Linie keine Rolle. Jetzt muss man nur aufpassen, dass man den nicht über den Kopf, man sieht es unheimlich schlecht. Also man kann nur raten, oder? Wie er richtig ist. Ob es jetzt so oder also so rum rein oder raus geht, spielt eigentlich keine Rolle. Wir machen es mal so, hier rein und da raus. Wir haben ihn richtig ausgesetzt, aufgestellt. Dann sieht man da Eingang und hier Ausgang. Gut. Jetzt kommt an den Eingang das fette Kabel. Da macht man so. So, so, gut. Dann mit der Brechstange kann man den aufmachen. Und dann kann man eine Batterie einsetzen. Und zwar die ich da bereit habe. So. Und dann nicht vergessen, die Brechstange mal auf die Seite legen, das Ganze einschalten. So, das grün leuchtet. Okay, jetzt ist die Sache aktiv. Jetzt könnt ihr ihn wieder zumachen. Also müsst ihr aufpassen, dass ihr die Wand nicht rausreißt. So, Enter zumachen. Dann hat man ein bisschen Sicht.
Und später kann man ihn offen lassen, kann man dann immer die Batterie vom Anzug tauschen, wenn man gerade unterwegs ist. Ich mache es jetzt mal zu, damit man wegen der Kabelerei ein bisschen die Übersicht hat. So, gut. Und jetzt mache ich es in der Regel so. Ich will ja hier im Raum, das ist ja das Gewächshaus, das braucht noch Strom. Ich mache es in der Regel so dann, damit, dass ich die Hauptleitung, muss man das damit man Kabel so andocken kann, ein Werkzeug entsprechend in die Hand nehmen. Und ich mache es in der Regel so, dass ich hier in der Mitte dann das Kabel durchlege. Ich habe noch zwei Stück zum Glück. So, zap, und dann geht es rein in den Raum. Dann haben wir nämlich die Zuleitung, weil hier kommt ja das Kabel dann da rein und dann geht es direkt in den Raum. So, gut. Jetzt müssen wir aber hier, von hier weg, die ganze Schleuse verkabeln. Und dazu machen wir mal als erstes die Türen. Dann nehmen wir ein paar Kabel. Das drehen wir so, dass es nach unten geht. Dann so. 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 Und dann gehen wir hier hoch. Hier hoch. Und damit wir die Leitung nicht stören, gehen wir hier, oder ich zumindest mache es so. Es ist nämlich eine sehr gute Lösung. Drüber hinweg. Hier wieder runter. Ist ein bisschen fummelig, aber das macht man einmal und dann passt. Gerade Stück und dann nochmals ein Bogen. Und jetzt sind die Türen schon mal mit dem Strom versorgt. Man sieht es auch, oder? Der geht auf und zu. Und hier könnten wir aber, wir wollen die Atmosphäre nicht kaputt machen. So, gut. Jetzt als nächstes kommt hier die Konsole. Und ich habe es gerne in der Mitte des Raums. Oh, das war der Feind. Warte mal, Konsole. Sorry. ich habe es gerne in der Mitte des Raumes. Ihr müsst keine Angst haben, egal wie ihr es hindreht. Am Schluss steht nichts auf dem Kopf, oder? Ich mache es gerade so, dass das Kabelanschluss gegen unten ist. Und da gibt es ja auch mehrere Typen. Ich nehme immer den Typ 1. Das hat bis jetzt immer gut funktioniert. So. Gut, Typ 1. Tut noch nichts. Weil jetzt hier eine Platine rein muss. Und zwar die erweiterte Luftschleuse. Denkt dran, erweitert. Die einfache Luftschleuse ist dann nur zwei Türen, ein Ventilator und ein Sensor. Und die erweiterte hat zwei Türen, zwei Ventilatoren und ein Sensor. So, gut. Die erweiterte Karte da rein. Und jetzt muss der noch zugebaut werden. Da kann man eine Glasscheibe drüber basteln und dann ist fertig. Dann Strom ran. Dann so drehen, bis es passt. Gut. Und dann kann man mal einschalten. Und jetzt steht Error. Weil wir müssen es zuerst programmieren. Und weil der Knopf leuchtet, stimmt irgendwas an der Programmierung nicht. So. Oder blinkt, besser gesagt. Also kommt hier eine Boot-Diskette rein. Wenn wir jetzt einschalten, haben wir ein Menü. Und er erkennt jetzt zwei Türen. Super. Gut. Jetzt machen wir das noch mit den Ventilatoren. Und weil es jetzt mit dem Kabel ein bisschen witzig wird, müssen wir am Schluss dann endlich mal schauen, wie wir die Ventilatoren machen. Ich, weil wir die Ventilatoren nicht direkt bedienen, weil ja das der Automat macht, mache ich sie gern an die Decke. Oder kommt immer darauf an, wo will ich denn der Kamerad haben, den zweiten Ventilator. Ich habe gedacht, hier wäre es ideal, wenn er, also ihr seht das große Plus, das große Rohr, das ist das Rohranschluss und wenn man es dreht, ist das Kabel hier und der Rohranschluss hier. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich praktisch, wenn man es so hinsetzt. Und der zweite, und da ist der Raum ein bisschen komisch dahinter, würde ich gerne so hinsetzen. Und danach kann man Kabel setzen. So. Wir werden das. Eins, zwei, schlecht. Nein. Drei, vier, fünf. Und dann muss es noch hier vorne her. Oh, nicht so. So,
und dann noch ein gerades Stück. So, wunderbar. Und wenn wir jetzt die Konsole einschalten, sehen wir noch nichts. Wieso nicht? Hallo? Ventilatoren sollten doch gesehen werden. Komisch. Ich sag's euch, das ist. Ah, weil ich dumm bin, ein Stück Brot. Echt dumm wie ein Stück Brot. So, ist ja logisch. Wir müssen da nicht auf. Wir müssen ja noch hier verbinden. Ich hab mir nichts dabei gedacht, wenn ich ehrlich bin. Einfach dumm wie ein Stück Brot. So und so. Gut. Wenn wir einschalten, dann sehen wir jetzt auch noch zwei Aktivlüfter. Super, gut. Das ist super. Okay. Und jetzt brauchen wir noch den Sensor hier im Raum. Und das spielt auch keine Rolle, wo er ist. Schlussendlich muss er einfach irgendwo sein. Und der Sensor ist auch so ein Kit und hat mehrere Sachen. Und da müsst ihr einfach den Gassensor suchen, damit man Drücke erkennen kann. Und ich mache ihn gern auch an die Decke ran. Es findet sich immer irgendwo eine Ecke. Es muss einfach an das Kabel ran. So. Jetzt ist so. Jetzt kommen wir hierher. Gut. Und jetzt schalten wir das Ding ein. Und jetzt erkennt es alle fünf Geräte. So. Wieso denn nicht noch mehr? Was ist denn mit der Tür und weiß der Teufel was? Weil wir hier dieses Datennetzwerk unterbrechen. Er sieht alles, was an dieser Datenleitung, also an diesem Kabel dranhängt, nicht weiter. Und hier ist ja der Dateninput auf der Seite, er sieht nicht mal das Gerät. Und das ist auch die Idee an der ganzen Geschichte, weil wenn ihr das generell ans Hauptnetz anhängt, dann habt ihr dann hier auf der Liste am Schluss 50 Türen und dann müsst ihr alle Türen mega kompliziert herausfinden, welche Tür ist jetzt welche. So, gut, jetzt müssen wir noch die Passivventilatoren anbringen. Und zwar einer hier. Das ist immer relativ simpel. Und so über den Kopf. Mehr braucht es nicht. Einer, der von dem Raum in den Raum geht. Und jetzt braucht es noch einen, der von dem Raum in den Raum geht. Und ich merke gerade, dass ich hier Kabel im Weg gemacht habe. Das ist natürlich unglücklich. Wir nehmen die noch was weg. Ab da. Nicht so viel Freude, wenn es so ist. Hab da ein Seich gemacht. Wir müssen auf der Seite hoch, weil wir da außergewöhnlich den Platz brauchen, weil wir hier den Passivventilator, der hier, der zweite, an die Wand klatschen, aber von außen dann. Das können wir jetzt noch nicht machen, aber wir können jetzt schon mal das Rohr vorbereiten, damit wir wissen, wo es hingeht. Wenn das Rohr gelb, grün ist, ist es nicht connected. Wenn es gelb ist, ist es connected. So. Und dann haben wir jetzt hier an der Position Platz für den Passivventilator, den wir dann von außen anbringen. Nicht von innen. So, gut. Okay. Und jetzt wird es lustig. Jetzt haben wir Glastür, Glastür. Jetzt geht es darum, ja, gut, welche ist welche. Ihr könnt einfach mal draufdrücken. Okay, die reagiert. Das ist einfach die Außere. Hä? Aber man kann gerade mit der Etikettiermaschine, das kennt ja jeder Informatiker, der einen Serverraum betreibt, das ist das Lieblingselement jedes Informatikers. So, können wir die Etikettiermaschine einschalten und dann können wir auf die Tür zeigen, nicht auf den Knopf, auf die Tür und sagen Tür außen. Und dann sagen wir hier. Tür so und hier Tür innen so bestätigen und dann auch den Aktivventi, damit ihr auch wissen, also Vent außen und hier Vent innen so bestätigen. Gut, wunderbar. Ausschalten. So. Gut, jetzt sind alle Sachen individuell. Jetzt haben wir hier, wenn wir jetzt hier reinschauen, haben wir nicht Glastür und Glastür, sondern eine Tür, die außen heißt und eine Tür, die innen heißt. So. Und jetzt sagt er uns, was er haben will. Hier grün steht dran, was er sucht. Er will zuerst wissen, zum Beispiel,
was ist der Sensor? Wenn wir hier 50 Gassensoren haben, dann müssen wir einen aussuchen. Wir haben aber nur einen einzigen. Und dann sagen wir, der hier ist der Gassensor. Dann hat er den erkannt. So. Gut. Und jetzt verlangt er Exterior, das heißt der Außenbereich. Das wäre bei uns die Seite hier. Und da fragt er, was ist denn das eine, die Tür, Exterior? Jetzt hat er die visiert. Und jetzt der Fendt Exterior, das wäre der. Und weil er die Exteriors jetzt vergeben hat, fragt er jetzt nach dem Interior. Das wären natürlich die anderen zwei Sachen, wo noch übrig sind. Der Fendt und die Tür. Gut. Und jetzt haben wir schon korrekt programmiert und der Knopf blinkt nicht mehr. So. Und jetzt geht es noch darum, die Drücke einzustellen. Wichtig. Jetzt ist ja die Phase so, er saugt die Luft, also hier schließt er und saugt er die Luft rein und pumpt jetzt von Luft hier hin, hier herein, so in den Raum. Und dann will er jetzt wissen, wie weit dann er jetzt reinpumpen muss, also bis 1 Bar, also 100 Kilopascal. Würde jetzt er versuchen, hier reinzupumpen. Nur ist er pumpt zuerst raus, das geht relativ ratzfatz, und dann pumpt er dann mit dem anderen Fan die Luft rein. Und das dauert immer ein bisschen träge. Ihr könnt einstellen, wie ihr wollt. Ich nehme einfach mal 0. Bestätigen und auf der Seite auch 0. Weil dann geht die Tür dann instant auf. Wir haben dann ein bisschen Gegenwind. Wenn uns der Gegenwind nervt, dann können wir sagen, gut, dann geben wir halt beim Interieur 10 bestätigen. Und dann soll er aufgehen. Und dann bläst es ein wenig weniger. Hä? Oder 50, je nachdem. Wir haben hier drin 50 Bar. Da kommt, dann machen wir 5 Bar. 0,5 Bar. Scheiße. 50 Kilopascal. Wir machen mal 50 Kilopascal. Nein, die Hälfte. 25. Machen wir es so. Das ist der beste Weg. Also vom Druck, wer hier generell herrscht, einfach mal die Hälfte anzunehmen. Dann dauert es nicht so lange. Gut. Wenn wir fertig sind mit Programmieren, dann können wir die Boot-Diskette rausnehmen. Und dann ist es eigentlich schon bereit. Hier zeigt es an, was der Sensor auslässt. Der Sensor sagt uns jetzt, wir haben hier 2 Kilopascal drin. So. Jetzt drücken wir auf Cycle. Dann saugt er raus. Und hier geht es auf. So, wunderbar. Und jetzt sind wir drin. Und jetzt müssen wir noch den zweiten Ventilator installieren. Und das wäre dann hier an der Position. Wunderbar, also der zweite, der Passiv-Lüfter, also, wisst ihr, was ich meine? Und da sollte es funktionieren. Jetzt können wir rein, cyclen, pumpt er zuerst die Luft raus, bis er 0 hat, gut. Aha, jetzt versucht er hier die 10 zu erreichen, da haben wir es genau falsch herum eingegeben, lustig. Ah, hier muss 0 sein. Wer nicht lesen kann, ist klar im Nachteil. Hä? Bestätigen. So, nehmen wir rein und dann können wir hier abbrechen. Hä? Können wir abbrechen? Ja, gut. So, jetzt können wir rein. Wir cyclen. Die Luft geht raus. Jetzt wird Luft reingepumpt, bis er 10 hat. Oder was haben wir? 25? Ihr seht, das ist manchmal schon ein bisschen arg mühsam. Nur, dass wir hier keinen Luftzug haben. Ja. Ich glaube, jetzt hat das erreicht. Wunderbar. Gut. Ihr seht, das ist ein bisschen mau. Also, komm, wir machen das auch auf 0. Bestätigen. Wir haben am Schluss so einen Luftzug, sonst warten wir noch ewig. Dann nehmen wir die Datendisk wieder raus. Ihr könnt ein bisschen ausprobieren, was Sache ist. Dann wieder cyclen. Er saugt die Luft raus. Sobald er 0 erreicht hat, macht er hier auf, ohne hier zu pumpen. So. Und jetzt die Gegenseite drücken. Und er macht auf, ohne zu pumpen. Dann bläst ein bisschen mehr, aber mich stört doch das nicht. Gut, wunderbar. Und jetzt damit der Raum dann ein bisschen schön. Also, ich würde sagen, das war's. Ist wie ein kleines Tutorial. Jetzt noch auskleiden, hübsch machen und gut ist. So.
Ich denke, ich habe jetzt eine vernünftige Zusammenfassung geschaffen von dem ganzen Schleusentheater. Weil ich bin jetzt auch hängen geblieben bei der. Ich bin ehrlich, also, bis ich rausgefunden habe, dass da zwei Luftschleusendisketten gibt, also Karten gibt, verschiedene. Hat es schon ein bisschen was gebraucht. So, gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.